Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3. Heute wieder unterwegs auf dem East Coastway. So, wir fahren heute das Szenario Enthusiastenausflug. Fahren Sie von Brighton nach Eastbourne als Teil eines Sonderzugs entlang der Südküste. Mit dabei ist die Class 377. Und wir gucken mal. Entschuldige mich bitte. Ja, könnte auch häufiger vorkommen. Ich hoffe nicht. Meistens muss ich dreimal niesen. Nicht nur einmal. Boah, noch einmal irgendwann gleich. Aber ich versuche es ja irgendwie rauszuschnippeln. So. Willkommen in Brighton. Ein spezieller Enthusiastenzug wurde zur Erkundung der Südküste arrangiert. Sie werden den Zug bis Eastbourne fahren. Ja. Dann gehen wir da mal rein. Ab in den Bahnsteig. Mann! Ist doch doof. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Und ich hoffe, ihr habt die jetzt auch alle rausgeschnitten von den Niesern. Wenn nicht, ist Pech. So. Wunderbar. Einmal hier in den Hobel rein. Hinsetzen. Wunderbar. Luke zu. Bereiten den Zug für die Abfahrt vor. Zack. Dann brauchen wir noch Frontscheinwerfer. Jetzt habe ich die Rückscheinwerfer wieder vergessen. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ich glaube nicht, aber man weiß ja nie. Vielleicht mit von der anderen Seite ran. Ich sehe den Schalter, das ist schon mal gut. Aber mit der God Mode, ich kann die Dinger scharf sehen, aber ich komme da nicht hin. Gut. Unter der Voraussetzung müssen wir nochmal nach hinten rennen. Mann. Jetzt komm, lass mich raus. Stimmt, jetzt haben wir eine Minute Verspätung. Ich muss eh noch aufschreiben, dass wir nur ein Sonderzug sind. So, aber Beleuchtung muss stimmen. Da muss ich mich unbedingt mal dran gewöhnen, dass wir das wirklich in Zukunft direkt machen, wenn wir so einen Zug ab dem Stockkopfbahnhof haben. Dass wir das dann direkt einstellen, dass wir das Rücklicht anhaben. So. Wunderbar. Und den Luken schließen. Und gut. Aber wir haben auch noch keine Fahrt. Keine Fahrt ist immer ein gutes Zeichen. Von daher können wir ruhig noch ein bisschen stehen bleiben. So. Oder? Ne, Fahrt haben wir wirklich noch nicht. So. Das ist das. Den können wir schließen. Das können wir auch schon mal regeln. Die Tür können wir zumachen. Dann brauchen wir PRS Down Special. Confirm. Und jetzt dürfen wir. Okay. Oh, wir haben sogar mal gutes Wetter hier. Junge, 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 ist ja was Besonderes auf der Strecke.
So. Wir dürfen hier fahren. Ah, oh, nicht schneller als wir jetzt gerade unterwegs sind. Auch gut. Dürfen wir hier fahren. Jetzt fahren wir schon wieder über dieses wunderschöne Viadukt. Ja, wir sind schon mal länger, na, also... natürlich schon schick aus. So. Wobei ich dieses Viadukt ja auch richtig feiere, ne? Also, muss ich ja ehrlich sagen. Fällt mir schon gut. Das sind die falschen Züge. Hier so schön mit Dampflok und so, na, das wäre schon cooler. Ich dachte, hier wäre 55, ja. Naja, gut. Halt mal Tempo mal bei. Und dann mal gucken. Jetzt darf ich aber bestimmt schneller fahren. Ja, würde ich das sagen. So. Ja, 55, ja. Sieht gut aus. Ich habe aber auch... warte mal. Wir können ja auch mal gucken, ob wir das hinkriegen, mit dem Ding zu fahren. Oh, 55 war die Grenze, na genau, wollte ich das sagen. Was kommt jetzt? 70. Wenn ich sie richtig hab, na? Irgendwann, wenn wir durch den Bahnhof durch sind, ja. So. Das heißt, wir haben gleich 70. Ja, war richtig. Richtig. So. Ah ja, was geht denn jetzt noch so hier Schönes? So, wir brauchen noch mal ein Thumbnail-Gedöns, ne? Also... aber tut mir gut, endlich mal wieder einen Zug zu haben, der fährt. So wie er soll. Ja, in der letzten Folge war ja ein bisschen Müll, ne? Also... deswegen, tut echt mal gut. So. Muss auch aufpassen beim Bremsen, dass wir nicht in die Notbremse kommen, weil... jetzt 4 Stufen nach oben, aber nur 3 nach unten. Ist halt so eine Sache für sich, ne? Was haben wir denn da jetzt für eine Ankunft? Ah, 70, okay.
nichts. Englische Beleuchtung war deswegen echt miserabel. Was heißt eigentlich jetzt das 15? Das habe ich noch nicht raus. Letztes Mal dachte ich, es wäre eine Bremsung auf 15, aber das war verkehrt. Ich weiß es nicht. Wir fahren weiter in unsere 70, genau. Also ich muss ja teilweise mal so ein bisschen beim Tacho überprüfen, ne? Aber weil km/h und Meilen. Ha. Anfangs hatte ich hier oben auch Meilen angegeben, aber mit Meilen kann ich nicht arbeiten. Das ist halt eine Einheit, mit der kalkuliere ich nicht. zwar eine Geschwindigkeit von mir aus, wobei ich auch da sagen kann, keine Ahnung. Also, dass das jetzt 112 km/h sind, hätte ich so nicht sagen können, ne? Das muss man mal ehrlich sagen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal schöne Außenansicht. Die haben sich doch über die Kühe so gefreut auf Spirit of Steam. Das ist doch Blödsinn. Hier sind auch Kühe. Nur die machen keine Geräusche. Hm. Ja. Das ist TSW halt, ne? Aber dafür machen die Treckergeräusche. Ich sag mal. Ein bisschen viel Verkehr hier, ne? Für so einen kleinen Acker. Hier ist schon wieder ein Trecker. Ich meine, schön gemacht ist es ja schon, ne? Also landschaftlich schon. England ist schon sehenswert, muss man ja mal ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir jetzt fahren dürfen. So, hier müssen wir auf jeden Fall langsam in Lewis oder Lewis oder weiß der Geier. So. Na ja, aber mach ich diese Gleistrennung gleich. Ja. Irgendwie so ein halbfertiger Bahnübergang. Mhm. Weil jemand dann direkt von der Mauer rennt. Was sind eigentlich 10? Ah, 16 MPA. Da dürfen wir schon noch im Augenblick. Aber ändert sich gleich. Mit Sicherheit, ne? Deswegen mal abwarten, was da so steht. Auf jeden Fall nicht die Weiche mit. Das ist schon mal viel wert. Und das nächste Problem ist, ich habe halt auch nicht so die Streckenkenntnis, ne? Also
10 Meilen sind richtig. Richtig, da dürfen wir hier gar nicht fahren. Ich habe ein bisschen zu früh runtergebremst, aber ist ja egal. Jetzt fahren wir durch einen der schönsten Bahnhöfe, die es hier so gibt, in Lewes. Was kann man dann über Lewes erfahren? Vielleicht findet ihr nachher oben links diesen Bahnhof im Abspann, wenn ich daran denke. Aber ich mag den Bahnhof. Stadt in England. Wir haben sogar eine Burg. Kann man die von hier aus sehen? Ja, da ist sie, glaube ich. Ja, das soll sie sein. Sehr hoch detailliert. Aber sie ist da. So, Wikipedia. Geschichte ist mir egal. Sehenswürdigkeiten. So. So, der Bahnhof Lewes ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Er liegt an den Strecken der Eisenbahnverkehrsunternehmen Southern. Enthält den Anschluss nach London Victoria. Louis Eastbourne, Hastings Ore, Brighton bis nach Ashford International und Seaford. Was haben wir denn jetzt hier? Also wir haben die komplette Strecke, ne? Mhm. Das ist nicht schlecht. Ja, wir sollten vielleicht mal erhöhen auf 40, bevor wir weiter schlafen, ne? So grob geschätzt. So. Ah, die gibt's gar nicht mehr, Sazan. Die sind weg. Ist eine ehemalige britische Bahnbetriebsgesellschaft. Und ist von Thameslink Railway aufgekauft worden. Aha. Tochter der Govia. Einem Joint Adventure von Go Ahead und von Keolis. Mhm. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Von der Eastbahn jetzt fahren. Also, wir haben jetzt die East Coast. Aha. Es gibt sie sogar wirklich noch, die 313. Interessant. Das ist ja cool. So, bis Seaford, ne? Das heißt, die eine Strecke geht so noch weiter, nicht? Aha. Moment. Ich muss mal eben gucken in die Karte. So, wir haben... Einmal haben wir Brighton, wir haben Seaford und wir haben Eastbourne, ne? Genau. Ich muss mich mal eben zur Orientierung. Also wir haben einmal
Brighton nach. Wie heißt das Ding? Seaford, richtig? Das ist der untere Schnitt. Das ist auf jeden Fall die originale East Coast Rail-Line. Hä? Über Seaford. Na, und dann haben wir noch bei Hampton Polgate. Das sind zwei Strecken. Mal eben die Karte aufmachen. Aha. Warte mal, Eastbourne haben wir da. Es gibt zwei Strecken. Ah! Also eigentlich gehört hier noch eine Strecke zu, die führt die noch hier hin. Interessant. Vielleicht kommt die ja nochmal nach der Streckenschwung. Wusste ich auch nicht. Also. Beziehungsweise. Ich weiß gar nicht. Nee, durchgehend ist sie nicht. Aber scheint sie wohl gegeben zu haben oder so, ne? War klein. Oh, interessant. Gab sie nicht durchgehend, aber fast. Okay. Interessantes Ding auf jeden Fall. So, und beschleunigen wir mal auf unsere 70. Ich sag mal so landschaftlich auf jeden Fall sehenswert. Na, also nach England muss ich auf ganz klar mal in den Urlaub. Ist schon echt ein sehenswertes Land anscheinend. Nicht so die Landschaft hier so. Wenn man hier so die Landschaft betrachtet. So. Ach so, boah, Junge. Aber auch der ist zu lang für den Bahnsteig. Darf noch schneller. Dann beschleunigen wir den mal auf 80, wa? 80, 80, okay. Interessantes Ding auf jeden Fall. Aber es ist wohl nur die Feldüberführung oder so. Hat jetzt eine 50? Na, keine Ahnung, wofür die stand. Interessante Feldüberführung. Ich weiß, dass ich ihn mal runterziehen konnte, aber ist okay. Also, wir müssen nur eben dahin fahren, dann ist hier auch wieder Sense. Alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefällt. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Ja, dann sind wir auch gleich schon
Eastburn, dann haben wir, glaube ich, die Hälfte von den Szenarien hier auch schon wieder auf der Strecke durch, ne? Also. Ja. Aber gut. Dafür sind wir mal East Coastway gefahren. Also, das war ja auch wirklich so ein Ziel. Das hatte ich mir schon. Boah. War mit als erstes, als ich mir das Spiel gekauft habe, eigentlich gesetzt, dass wir die Strecke mal fahren. Bot sich jetzt halt einfach an, ne? Weil. Naja, gut. Muss man halt so sehen. Oh. Noch schneller fahren. Ne, das leider nicht. Was wir machen könnten, ist uns hier vielleicht in diesen kleinen Mini-Bahnhof stellen. Und die Bahnschranken, die gehen wieder schönartig hoch. Sehr schön. Was mir gerade aufgefallen ist, die haben die gleiche Animation wie die Wechselblinker von der Niddertalbahn. Auch eine interessante Sache. So. Na, was denn jetzt? 18:90 Uhr, das ist jetzt die Frage. Auf 90 hoch. Wäre also wirklich noch bei der Brücke gewesen. Interessantes Ding. Ja, man muss sagen, es war jetzt am Ende hin echt englandlastig, aber die nächsten 4 Wochen auch noch, beziehungsweise 8, ne? Ich weiß es gar nicht. Aber gut, ist halt so wie das, ne? War 35, ne? So. Noch dürfen wir, aber irgendwo müsste das dann losgehen, gleich mit der 35, wahrscheinlich da vorne. Ja, guck mal, aber gut gebremst diesmal, also wirklich nicht zu stark. Ja, so langsam kriegen wir das hin. Ich meine, wir werden die jetzt hier auch angekündigt, ne? Also wenn ich jetzt so an die Strecke beispielsweise. Ja, Spirit aus Team sowieso, aber auch danach Strecken aus den 18 oder so denke. Die haben wirklich nur einfach so ein ganz dünnes Schild irgendwo hingesteckt haben. Hat sich doch schon verbessert, ne? Aber. Eben auch nicht immer, sondern nur so manchmal.
jetzt kommen wir in 70. Oh. Ich glaube, dann dürfen wir jetzt wieder auf 70 beschleunigen, ja. Also das heißt, eine große bremst ab, ein kleines Schild erhöht, glaube ich. Dass da sogar noch Unterschiede drin sind, interessant. Echt sehr schön ländlich hier, ne? Also, dann die Hügel. Schon eine schöne Landschaft. So, oh, eine Class 66. Interessante Zugkombi. Bis gerade eben wusste ich noch nicht mal, die auch normale Personenzüge ziehen. Also hier im Spiel. Ja. Ist schon interessant. Also mit MK2-Wagen wusste ich wirklich nicht. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen nebeliger, okay. Aber wir sind ja eh sofort in Eastbourne. Und in Eastbourne endet auch unsere Reise für heute. Mhm. Deswegen alles in allem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn euch mein Content gefällt, lasst ein Abo da. Gern auch mal die Glocke aktivieren, dann seid ihr auch immer auf einem Laufenden. Ja. Und da vorne würde dann auch schon langsam, aber sicher. So. Uns hier erreicht. Dear passengers, in the next few minutes we will arrive at Eastbourne. Please have a nice day. Goodbye. So. Also es ist wirklich eine schöne Strecke hier, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir gut. Ist mit einem, vom optischen her, glaube ich, würde ich sagen, eine meiner Lieblingsstrecken hier in TSW. Wahrscheinlich auch in echt. Einfach nur von der Architektur her, ne? Der Bahnhöfe, die Landschaft. Man pflanzt jetzt auch, aber würde ich sagen, wirklich mit einer der schönsten Strecken. Oder wie seht ihr das? Schreibt auch das mal in die Kommentare. Welche ist eure Lieblingsstrecke? So. Gut. Jetzt fahren wir nicht vor dem Prellbock und den Gleisen, sondern halten vorher butterweich an.
Wir haben überall Kopfbahnhöfe. Interessant. So. Wunderbar. Zack, das war eine angenehme Fahrt. Danke, dass Sie dafür gesorgt haben, dass sie ohne Komplikationen blieb. Ja, gerne. War jetzt aber absolut Glück. Man hätte ja auch vielleicht mal eine Zwangsbremsung haben können oder so, ne? Naja, gut. Andere pünktlich. Das war's für den Moment. Ein anderer Lokführer fährt diesen Zug zu den nächsten Abschnitt nach Hastings. Steigen Sie aus, um die Aufgabe abzuschließen. Ja. Dann fährt der Kollege nach Hastings. Können wir hier schon mal Rücklichter auf an, dich schon mal auf aus, Richtungsschalter auf aus, müssen aus. So. Wunderbar. Generalschlüssel auf, aus. So. Gehen wir auch noch hin. Dann verlassen wir unseren Hobel hier. So. Und jetzt soll ich in die Richtung laufen, oder was? Ja, gut. Ach, hier dieser Bahnhof, ne? Ist schon alles sehenswert. Also es ist wirklich schön gemacht hier. Mit den kleinen Blumenkübeln und... Oh ne, hier kann man nichts anfangen. Okay. Aber das ist schon wirklich schön gemacht. Guck mal. Guck mal her. So, jetzt gehen wir hier hin. Wir sollen ja Feierabend machen. Muss ja irgendwo hier sein. So. Gut. 34 Minütchen. 10 Sekunden. Ist schön. Wir haben eine Goldmedaille bekommen. Gut. Und dann kommt in 2 Wochen. Was kommt denn dann? In 2 Wochen, was machen wir da? Was fahren wir in 2 Wochen? Na komm, zeige es uns. In 14 Tagen geht es dann weiter mit zu den Zügen. Strecke auswählen. East Coast Way. Eastbourne Ende. Fahren Sie den letzten Teil der Fahrt nach Eastbourne und nehmen Sie dann den Zug für die Nacht außer Betrieb. Auch das wird eine halbe Stunde dauern. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Danach kommen dann die 312er. Das sind auch nochmal 3 Fahrten. Ja, und da muss man sagen, werden die wöchentlich kommen. Und nach der Tour wird wahrscheinlich meine Kanalpause kommen. Also ich weiß nicht genau, vielleicht machen wir auch später wieder weiter. Also, aber aktuell sieht es danach aus, dass wirklich ab Mitte November hier erstmal eine Pause kommen wird für unbestimmte Zeit. Ja, aber das habe ich auch schon in anderen Videos erzählt und wird auch im letzten Video, welches am 14.11. veröffentlicht wird, ebenfalls nochmal erwähnt werden oder auch ein bisschen genauer begründet sein. Ja, so, damit verabschiede ich mich von euch und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Bauer sein.